Tag 1 nach Offenburg. Yeah. This is Ken, mein Name ist Max. This is equipment. Love, oh love, I wanna tell you how I feel about you, cause I can't go a minute without your love. Ja, und zwar sind wir hier im Budo Sportzentrum. Und jetzt wird mit ein bisschen gekämpft. Danny Fresh, Ray und Andy Macht sind wahrscheinlich noch da drin. Wir haben jetzt gerade erstmal das Auto abgeholt, weil wir natürlich verantwortungsvoll, wie wir sind, nicht mit betrunkenem Kopf gefahren sind. Scheiße, die Jacke wollte ich heute anziehen. Jetzt fällt mir ein, die habe ich das letzte Mal angehabt, als wir in Spanien am Strand geschlafen haben. Und als der Knitterlook noch in war. Du, der ist immer noch in, Mann. Bei der Jacke auf jeden Fall. Grüß Gott. Ich muss alles dokumentieren. Ich grüße Sie. Oh. Die nette Gastgeberin. Ach, wie nett. Sagen Sie mal Hallo. Hallo. Danke. Sind die anderen jetzt auch schon auf? Ja, die sind schon auf. Na, das schaue ich mir noch mal. Sind die schon am Kämpfen oben im Judo-Raum? Ja, sicher, ja, ne? Genau. Aha. Morgensport, ja. Ihr doch auch, oder nicht? Guck mal hier, 8-Ball. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er kommt. Herr Andy Mann, Ihr Feedback zu gestern Abend. Fuck alle, Andy Mann. Ja? Schöne Leute, zusammen, connected. Ray, what do you say? Ja, super, ne? Mm. Schön lecker hier gefrühstückt im Budo-Zentrum hier. Mega, ne? Sind, ja. Karate. Aus. Kennst du eigentlich Ray, Ray, what do you say? Have you ever been fucked this way? Kennst du? Nee. Ray, Ray, what do you... Okay, nee, geht's weiter. Ja, ich weiß nicht. Tell me, have you ever Hello. Been fucked this way? Ray, Ray. Ist der Danny immer noch am Bett? Nee, Danny. Hallo. Hey Danny, Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Bei aller Liebe, Junge. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der durchgehend Wälder abholzt. Und ich rufe zwischendurch sogar so, ey, und du immer so für einen Bruchteil einer Sekunde. Aufgehört. Und wieder weiter. Ja, ich war auch voll wie 10 Rosen. Ich musste heute Morgen um 9 Uhr deinen iPhone-Wecker ausmachen, weil keiner von uns sich drum geschert hat. Voll geil. War geil. Ich habe mich gestern noch gefragt, ob er anders oder nicht. Ja. Die tolle Gitarre war es, gell? Ja, ja. Boah. Und dann war das aus und 2 Minuten später dein Schnacken. Aber sehr geil. Und dein Feedback zu gestern Abend? Großes Kino. Ja. Yeah. Vor allem natürlich der Club noch. Bomben-Sache. Ne? Er sagte gerade. Er hat nur darauf gewartet, dass Blut von der Decke kommt. Ne, wie bei Blade, dieser Blood Rain. So. Ah, vielleicht Call of Duty zocken. Ja? Und Sushi essen, irgendwas in der Art. An alle Frauen da draußen. Geheiratet vor allem, ja. Keine Chance mehr. Glückwunsch. Tja, danke schön. Unter der Haube, sagt man. Tja. Andere Haube. Hallo und herzlich willkommen hier im Dojo. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss und wir sind nicht nur stetig dabei, die Musik zu verbessern, die Atmosphäre zu verbessern, die Laune zu verbessern, sondern wir haben nun exklusiv für euch, via Internet könnt ihr es bestellen, den immer gut gelaunten Fan. Und zwar hat dieser immer seine Hände in der Cheer-Position, das heißt, er steht unauffällig im Publikum, ja, in einer Größe von ca. 1,85 Meter reißt er seine Hände hoch und überstrahlt damit auch jeweils alle anderen. Er hält ihre jeweiligen Namensschilder und durch die Motion-Fluktuation der Bass-Wave-Grind-Röhre bewegen sich auch die Hände im Takt, was überhaupt kein Problem darstellt. Und wenn man ihm einen leichten Seitenkick gibt, dann liegt er auch schon da und ja, isst nichts, trinkt nichts. Das heißt, sie brauchen für ihr nächstes Event keine Getränke zu bestellen, sie brauchen keine Flips-Schalen aufzustellen und sie können einfach nur Spaß haben und haben ihren ganz persönlichen Fan dabei und ich habe gerade den Leuten erklärt, dass das der perfekte Fan ist. Mit der Cheer-Position so die Hände, weißt du? Ja, vor allen Dingen, jetzt müsst ihr euch mal eines merken, ne? Der perfekte Fan, den der Max im Neuss einfach so umtritt. Ja. Das ist dann ein Spiel.
beobachtest. Nee, aber der Max ist eigentlich ein ganz guter. Ja. Ich, der meinst nur nett. Gebe ich zurück, Alter. Thailand, der Blick vom Pool aufs Meer. Oh, saugeil. Hast du auch Bushido da getroffen in Thailand? Danny Fresh, der Beweis, dass man mit Hip-Hop doch richtig gut Geld verdienen kann. Ja. Das ist halt. Ich erkläre euch das auf der Handfahrt. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Kamera aus. In Rahmsoße. Oh. Oh. Scheiß Falafel. Wir sind im Süden, ey. Die einzige Esskultur, die Deutschland hat, kommt von hier unten her. Ich finde das so krass, hier Bandkollege, mit dem ich 93 angefangen habe, ist in Spanien. Genau. Und er die ganze Zeit, deutsches Essen, scheiße, die haben kein richtiges Essen, spanisches Essen. Bis ich dann rausgefunden habe, der hat noch nie deutsch gegessen gehabt. Ja, okay. Und dann war der Brammer bei uns eingeladen und hier schön so mit Braten und allem dazu aufgefahren. Und dann haben wir langsam, überzeugt. Integriert, ja. Ja, Kochen ist auch Integration. Das ist, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du wieder gute Arbeit gemacht. Irgendwas hat da gepiepst. Diese Show wird präsentiert in HD. Herzlich willkommen in Heidelberg. Die Sonne ist da und die Augen gehen auf. Shit, ich komme nicht klar, hör den Sound drehen. Und der Barbara ist da und der Andi macht, der snackt erstmal den Raum. Wir sind hier voll im Hometown von Danny Fresh. Er checkt seine Tash, Danny Fresh. Er sagt, wir haben jetzt mehr Platz und trotzdem verlieren wir einen kostbaren Schatz als Beifahrer und Gesprächspartner. Ich sage, du warst ein lehrreicher Vater. Vielen Dank, Mata Amata Intermerata Matata und Una Matata. Tatarata. Tatarata, genau. Hallo, Max im Neuss. Ja, bitte. Ich kenne mich so auf den Salat. Ja, jetzt hör mal auf. Voll die Ratten, Alter. Maxim Neuss in der Haus. Das Hustle One, da läuft's Crew, Offenburg. In High Definition. Claudio mit Leib und Seele, da geht's ab heute. Ich bin im Job, Mensch. Ja, jetzt Druck ab. Oettinger! Druck ab. Der wartet auf den Blitz. Der wartet auf den Blitz. Der nicht kommen wird. Ab. Oder wartet so auf den Geistesblitz. Was geht ab, Kern? Kommt die untere Leute. Es gibt Grund zur Freude. Jeder hat zwei Hände und jeder klatscht jetzt mit. Und hier kommt. Ich hab ihn selbst gewiss. Mach mal Lärm für euch selber, komm!